Also ich trainiere jetzt schon täglich hier seit Jahren, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich überhaupt keine Muskeln aufbaue und null Fortschritte mache. Verstehe ich nicht, woran liegt denn das? Ich verrat's dir nach dem Intro. Und damit begrüße ich dich ganz herzlich zurück auf meinem Kanal. In diesem Video möchte ich nicht nur über die häufigsten Fehler beim Muskelaufbau sprechen, sondern dir auch gleichzeitig die Physiologie dahinter näher bringen. Denn mir ist es ganz wichtig, dass du nicht nur weißt, dass es so ist, sondern warum es so ist. Und ganz zum Schluss gebe ich dir noch einen ganz besonderen Tipp mit auf dem Weg, den ich für mich herausgefunden habe, der das ganze Unterfangen immens erleichtert. Denn du musst wissen, gesund zunehmen, also im Sinne von Muskelaufbau, ist viel, viel schwerer als Fett zu reduzieren. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Warum ist das so? Früher, also ganz früher in der Steinzeit, hatte unser Körper nicht immer ausreichend Nahrung zur Verfügung. Es konnte durchaus vorkommen, dass er tagelang gar nichts zu essen bekam. Dementsprechend war es für ihn überlebensnotwendig, sich irgendwo Depots, zum Beispiel in Form von Körperfett, anzulegen, aber auch möglichst wenig Energie zu verbrauchen. Das Muskelsystem ist so ziemlich das stoffwechselaktivste Gewebe im Körper. Es verbraucht fünfmal mehr Kalorien als das Fettgewebe, was praktisch mehr oder weniger eine tote Masse ist. Und da unser System immer eine Homöostase, also ein Gleichgewicht, anstrebt, bauen wir auch nur so viel Muskeln auf, wie maximal notwendig. Bedeutet im Umkehrschluss, wenn wir eine Diät mit einem starken Kaloriendefizit halten und dann auch noch die Makroverteilung falsch wählen, bauen wir als erstes Muskeln ab. Das bedeutet aber auch, wir brauchen zum Aufbau einen intensiven Trainingsreiz, der den Muskel richtig schädigt. Das klingt erstmal brutal, aber nur so wird er zum Wachstum angeregt. Den Begriff Hypertrophie hast du bestimmt in dem Zusammenhang schon mal gehört. Das ist letzten Endes nichts anderes als das Dickenwachstum der einzelnen Muskelfasern. Und damit kommen wir auch schon zum Fehler Nummer 1. Du trainierst nicht intensiv genug. Wenn du immer nur die gleichen Übungen mit konstantem Gewicht absolvierst, dann gewöhnt sich der Muskel irgendwann dran, denn er braucht ständig neue Reize, um zu wachsen. Ansonsten sagt er sich, langweilig, ist ja nichts Neues für mich, das kenne ich schon. Deshalb solltest du immer bis ans Muskelversagen herantrainieren. Das klingt jetzt auch erstmal krass, heißt aber nur, dass du eine Übung so lange ausführst, bis du keine weitere Wiederholung schaffst. Nicht vorher aufhören, wenn du locker noch 2 bis 3 Wiederholungen hinbekommen würdest. Wenn du nach dem Training Muskelkater hast, dann ist es übrigens ein gutes Zeichen, dass die Intensität ausreichend war. Der optimale Hypertrophiebereich liegt bei 6 bis 12 Wiederholungen. Und daran solltest du auch den Schwierigkeitsgrad der Übung anpassen, zum Beispiel durch die Auswahl des passenden Gewichtes. Und das ist auch ein häufiger Fehler, den vor allem wir Ladies machen. Wir trauen uns nicht an die Gewichte heran. Zu Beginn ist es super, wenn wir mit dem eigenen Körpergewicht trainieren. Aber später sollten wir keine Angst haben, auch mit Kurz- oder Langhanteln zu arbeiten. Und keine Sorge, wir werden deshalb keine riesigen Muskelberge aufbauen und wie der Hulk aussehen. Das verhindern schon unsere weiblichen Hormone. Fehler Nummer 2. Du trainierst ohne Ziel und Plan. Definiere dir immer ein genaues Ziel und fixiere es schriftlich. Das heißt, sag nicht, ich will dann mal ein paar Muskeln aufbauen, sondern ganz konkret, ich möchte in den nächsten 1 bis 1,5 Jahren 5 Kilo Muskeln, vor allem an den Oberarmen oder am Unterkörper, aufbauen.
Setz dir dabei auch ausreichend kleine Etappenziele. Denn wenn du nicht genau weißt, wo du eigentlich hin willst, dann kommst du auch nicht an. Das ist wie beim Autofahren. Der Trainingsplan ist dabei dein Navi. Falls du noch keinen hast, dann lass dir unbedingt einen erstellen. Dadurch kannst du dein Training viel besser strukturieren und auch gleichzeitig deine Trainingsfortschritte dokumentieren. Der Trainingsplan ist übrigens nicht in Stein gemeißelt, denn wie gesagt, der Muskel gewöhnt sich irgendwann dran, sodass du ihn regelmäßig anpassen musst, damit du noch Fortschritte erzielst. Und dabei musst du nicht gleich alle Übungen über den Haufen werfen. Es reicht da schon aus, wenn du zum Beispiel die Gewichte steigerst oder die Pausenzeiten verkürzt oder auch die Reihenfolge ein wenig abänderst. Falls du an einem Video zur Trainingsplanerstellung interessiert bist, dann schreib's mal in die Kommentare. Fehler Nummer 3. Eine fehlende Muscle-Mind-Connection, also die korrekte Ansteuerung der Zielmuskulatur während der Übung. Darüber habe ich schon ein Video gemacht und da verrate ich dir auch 5 einfache Übungen, wie du sie ganz schnell verbessern kannst. Ich verlinke es dir oben in den Infokarten. Fehler Nummer 4. Die falsche Technik. Gerade am Anfang will man natürlich versuchen, so viel Fortschritte wie möglich zu machen und möglichst die Wiederholungszahl oder das Gewicht permanent zu steigern. Aber durch diesen falschen Ehrgeiz wird die Übung oft nicht korrekt ausgeführt. Häufig wird deshalb das Gewicht mit Schwung statt mit Muskelkraft bewegt. Das führt aber nicht nur dazu, dass der Muskel nicht wächst, sondern du kannst dich damit auch richtig verletzen, weil du dann deine Muskeln und Gelenke falsch belastest. Fehler Nummer 5. Eine zu geringe Trainingsfrequenz, sprich, dir fehlt die Kontinuität. Wie gesagt, um Muskeln aufzubauen, brauchst du vor allem eines: Geduld. Das ist ein Prozess über Jahre hinweg. Das geht leider nicht von heute auf morgen. Generell solltest du jeden Muskel mindestens 2-mal pro Woche trainieren, als Einsteiger auch 3-mal, damit er überhaupt wachsen kann. Stichwort Superkompensation. Bedeutet, ganz einfach ausgedrückt, dass der Körper die durch das Training verursachte Störung der Homöostase wiederherstellen will und geht deshalb über sein bisheriges Trainingsniveau hinaus. Wenn der erneute Reiz allerdings ausbleibt, dann fällt der Körper wieder auf das Ausgangsniveau zurück. Deshalb immer dranbleiben. Falls du das Modell der Superkompensation genauer erklärt haben möchtest, dann gib mir mal kurz in den Kommentaren Bescheid. Dann mache ich auf alle Fälle noch ein extra Video dazu. Fehler Nummer 6. Die falsche Ernährung. Auch häufig ein Problem von uns Ladies. Es nützt nichts, wenn wir uns im Training so richtig den Gluteus Maximus aufreißen und dann zu Hause 3 Karotten und 5 Salatblätter essen. Muskelaufbau ist ein anaboler Prozess und funktioniert dementsprechend nur im Kalorienüberschuss. Wir müssen also mehr essen, als wir verbrauchen. Und dabei kommt es auch auf die Makroverteilung an. Wir brauchen ausreichend Proteine, weil die sind unsere Bausubstanz. Du kannst ja auch kein Haus bauen, wenn dir die Steine fehlen. Ich würde dir für den Muskelaufbau 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Protein empfehlen. Fehler Nummer 7. Du verlierst den Spaß am Training. Wichtig ist beim Muskelaufbau, ich habe es ja nun schon mehrfach gesagt, die Kontinuität. Das heißt, wir müssen langfristig motiviert sein, um überhaupt das regelmäßige Training in den Alltag zu integrieren. Und da kommt es drauf an, was für ein Typ Mensch du bist. Vielleicht trainierst du lieber in der Gruppe, dann vernetzt dich mit Gleichgesinnten und ihr trainiert gemeinsam. Oder du hörst beim Training Musik, um dich zu pushen. Oder bei manchen wirkt auch ein Spiegel sehr motivierend. Oder du hast ein Bild von deinem Wunschkörper und das nimmst du dann als Bildschirmschoner für Smartphone oder PC oder was auch immer. Schau da einfach, was für dich am besten passt. Fehler Nummer 8. Du trainierst zu viel und vernachlässigst dabei die Regeneration. Am wichtigsten ist der Schlaf. Denn eine Sache ist ganz essentiell.
Deine Muskeln wachsen nicht im Training, im Gegenteil, das baut sie erstmal ab. Ein Muskel wächst immer in der Regenerationsphase. Deshalb solltest du ausreichend schlafen, denn wenn du zu wenig schläfst, hemmst du das Muskelwachstum. Außerdem ist es auch wichtig, dass du die gleichen Muskeln nicht unmittelbar an darauffolgenden Tagen trainierst, sondern mindestens eine Pause von 48 bis 72 Stunden lässt. Und in dem Kontext möchte ich dir auch meinen Geheimtipp verraten. Er hängt nämlich sehr stark mit der Regeneration zusammen. Du musst dir vorstellen, dass Training vor allem bis zum Muskelversagen erstmal richtig Stress für unseren Körper bedeutet. Das heißt, der sogenannte Flucht-Kampf-Mechanismus wird aktiviert. Dadurch schütten wir zunächst Adrenalin und Noradrenalin und später auch Cortisol aus. Der Sympathikus ist aktiv. Dadurch erhöht sich der Puls, der Blutdruck und die Atemfrequenz. Unser Körper bleibt so lange in diesem Stresszustand, bis er einen Entspannungsimpuls, auf Neudeutsch Relaxing Response, erhält. Das übernimmt dann der Parasympathikus und den sollten wir unmittelbar nach dem Training aktivieren, und zwar durch Tiefenentspannung oder Meditation. Das ist das Geheimnis. Das heißt, sobald du das Training beendet hast, setz dich in eine Ecke und meditiere ca. 5 bis 10 Minuten. Entweder du meditierst in Stille oder geführt, oder du machst eine Klangmeditation. Oder was du auch machen kannst, du legst dich auf den Rücken und führst eine Tiefenentspannung durch, wo du nochmal ganz gezielt in die beanspruchten Muskeln hineinspürst und sie durch Autosuggestion entspannst. Das könnte im Gym unter Umständen vielleicht etwas schwierig werden, aber da hast du bestimmt irgendwo einen Yoga-Raum oder zumindest einen ruhigen, abgegrenzten Bereich zur Verfügung. Ich verlinke dir mal eine Anleitung, die du auch gern als Datei auf dein Smartphone ziehen kannst, unten in der Infobox. Seitdem ich das für mich so etabliert habe, dass ich direkt nach dem Training erstmal meditiere, bin ich viel, viel schneller wieder regeneriert, sowohl körperlich als auch mental. So, das waren jetzt die häufigsten Fehler im Muskelaufbau. Falls du dich jetzt wiederfindest und denkst, oh Gott, genau das mache ich auch, dann kann ich dich trösten. Ich habe zu Beginn meines Trainings so ziemlich alles davon mitgenommen. Aber genau deshalb habe ich ja das Video für dich abgedreht, damit du meine Fehler nicht wiederholst und gleich von Anfang an optimale Fortschritte erzielst. Falls du noch Fragen zum Thema hast oder deine Gedanken teilen möchtest, dann schreib's in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich dir noch eine schöne Zeit und würde mich sehr freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Also, bis dann. Tschüss.